Moment, meinen Sie mich? Ja. Ja, Sie wünschen bitte? Ein Whisky bitte. Rein? Natürlich rein. Ins Glas rein. Na, ich meine pur. Aber warum sagen Sie da nicht gleich pur? Na, hören Sie mal, also rein und pur ist doch dasselbe. Pur und rein ist dasselbe? Nur wenn ich es Ihnen sage. Na gut, dann singen wir jetzt alle gemeinsam. Warum ist es am Pur so schön? Sie müssen nämlich wissen, ich stamme eigentlich aus dem Purland. Aus Bonn. Also, hören Sie mal den Tag. Aber wir können auch einen flotten Purländer tanzen. So. Oder ein bisschen schunkeln. Einmal am Pur und dann. Also, einmal am Pur, hören Sie mal, wie sich das anhört. Also, hier haben Sie mal Ihren Whisky. Was, wie sich das anhört? Sie haben eine unpure Fantasie, mein Lieber. Dem Puren ist alles pur. Jawohl, aber ich sehe schon, bei Ihnen ist es nicht sehr pur. Was hier fehlt, ist eine tüchtige Puremacherfrau. Was? Das nennen Sie Whisky? Nun ja, das... Sie wollen mich wohl purlegen, ja? Geben Sie mir lieber ein Glas Wein. Ja, bitte, welchen Wein wünscht der Herr? Natürlich einen naturpuren Purwein. Ja. Pur und rein dasselbe. Ja. Ich will Ihnen sagen, was dasselbe ist. Ja. Na, hallo, was ich mach. Sehen Sie die Lache hier? Zu der Lache können Sie auch Pfütze sagen. Moment mal, wollen Sie etwa behaupten, Lache und Pfütze sind dasselbe? Jawohl. Dass ich nicht pfütze. Dezenz, Dezenz. Geht's nicht ein bisschen leiser? Na, tut mir leid, ich hab nur mal so eine Pfütze. Also ich sage Sie, Sie, wenn ich einen guten Witz höre, dann kann ich mich krank pfützen. Ich sage immer, Hauptsache man hat den Pfützer auf seiner Seite. Ne? Ach, schon mein Vater hat immer gesagt, wer zuletzt pfützt, pfützt am besten. Das war schon beim Militär so. Dreimal kurz gepfützt. Ha! Das ist anstrengend, ist das. Wissen Sie was? Sie können mich mal gerne haben. Ja, aber sehr gern, sehr gern, ja. Ja. Sagen Sie mal, was ist das? Na, hören Sie mal. Schauen Sie sich das an. Ist das die feine Art? Jetzt weiß ich wenigstens, was ein Wasserzeichen ist. In dem Schein ist sowieso keins mehr drin. Moment, jetzt, wo Sie sich umgedreht haben, von hinten habe ich Sie erkannt. Was, sogar von hinten? Ja. Also, hören Sie mal. Sie kommen mir irgendwie... Natürlich, na klar. Ja, jetzt weiß ich's genau, wer Sie sind. Ja? Ja, Sie sind der Günther Lachmann von der Sendung Pfütz mal wieder. Ja. Meine Damen und Herren, Günther Pfützmann.